Bike for Fun in Fürstenwalde bei Triumph und ja, ich habe mir jetzt mal die Scrambler 1200 XE für einen Fahrbericht ausgesucht. Was kann die Scrambler? Wie ist die Verarbeitung? Ja, wie komme ich klar mit diesem doch hohen Schwerpunkt? Und natürlich die Frage, wie viel Spaß macht die Triumph? All das jetzt. Ohne Leistungseinbußen hat Triumph die Scrambler 1200 XE über die Euro 5 Hürde gebracht. Nach 3 Jahren ist das erste Update und XE steht dabei für das Topmodell. Doch warum eigentlich eine Scrambler? Ja, wie fährt sie sich mit dem hohen Schwerpunkt? Ist sie die konsequenteste Scrambler am Markt und wie ist die Verarbeitung? Los geht's! 2 Zylinder mit 1200 Kubikzentimeter Hubraum und einer Leistung von 90 PS treiben die Scrambler an. Das maximale Drehmoment liegt bei 110 Newtonmetern, die schon bei 4500 Umdrehungen in der Minute anliegen. Das Gewicht der Maschine liegt bei 230 Kilogramm und der Tank fast 16 Liter. Zum Fahrwerk. Vorn arbeitet eine voll einstellbare Showa Upside-Down-Gabel mit beachtlichen 250 mm Federnweg. Hinten gibt es voll einstellbare Öhlins Doppelfederbeine mit 2 Federn und Ausgleichsbehälter. Bei der Bremsanlage vorn haben sich die Briten für Brembo entschieden. Eine Doppelscheibenbremse mit 320 mm Durchmesser sorgt für die richtige Verzögerung. Hinten gibt es einen Brembo Doppelkolben-Schwimmsattel, die Scheibe misst 255 mm. Der Einstiegspreis für die Scrambler 1200 XE liegt bei 15.150 Euro. Was ist das bitte für ein Bike? Die ist so riesig. Schaut euch mal die vordere Gabel an. Ein Monster, die ist so hoch und die Verarbeitung hier, Aluminium, handgefertigt, dann die Embleme auf der anderen Seite, das muss ich euch mal zeigen, hier gebürstet Triumph, das ist wirklich irre, 2 Federbeine hinten, Öhlins, Wahnsinn, Brembo-Bremsanlage, klar, voll LED-Ausstattung, das sieht wirklich mega aus, das Teil. So groß, wenn ich mich hier nebenstelle, ich komme mir ganz klein vor. Wahnsinn. Und dann klar, Scrambler typisch, die beiden Endtöpfe hochgelegt, die Reifen vorne, eine 21 oder 20 Zoll Felge. So, und dann schaut mal hier, die Handschützer, metallverstärkt auch, toll Aluminium, Wahnsinn, diese Verarbeitung. Also ich freue mich richtig, die Triumph Scrambler 1200 XE gleich zu fahren. Und ich freue mich auch, wenn ihr Bike for Fun ein Abo hinterlasst, einen Daumen hoch, damit unterstützt ihr mich. Und ihr seid auch immer top informiert, wenn es neue Videos gibt. So, weiter geht's. Das ist der bekannte 2-Zylinder 1200 Kubik aus der Bonneville hier in einer extra Abstimmung für die Scrambler und sehr hochgelegt. Heuern wir uns den doch mal an. Alter! Das ist ein schönes Blubbern und dann hier Scrambler typisch der hochgelegte Auspuff mit einem super bassigen Klang. Bop, 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 bop. Wahnsinn, 90 PS, 110 Newtonmeter und einen mega Klang bietet er.
So, dann habe ich jetzt mal Platz genommen. Hier sitzt man echt wie auf einer Sänfte. Das ist echt hoch. Für mich mit 1,89 ist das aber echt okay. Sogar sehr bequem. 870 mm in diesem Zustand ist sie hoch. Schalten wir die mal einmal an, die Scrambler 1200. Man wird schön begrüßt. Und dann, guckt mal, super Animation. Toll. Übersichtliches Cockpit, erinnert ein bisschen an die Rocket 3, da sieht das ähnlich aus. Auf der linken Seite habt ihr die normalen Einstellungen, hier vorne Tempomat, Licht und den M-Schalter, das ist für die einzelnen Riding Modes und dann gibt es hier den Joystick, mit dem ihr, ja, wie beim Rechner, durch die Menü kommt. Auf der rechten Seite Warnblinkanlage ein- und aus und die Home-Taste für das Menü. Also ich sitze hier echt super haben. Gucken wir uns das mal an, das Ganze. Ich kann jetzt hier mit dem Joystick durch die Menüs gehen. Temperatur wird mir hier grafisch angezeigt. Auf der linken Seite die Drehzahl. In der Mitte die Geschwindigkeit wie beim Autotachometer. Die Wassertemperatur, neutraler Gang. Und hier, ja, die Benzinanzeige. Dann kann ich hier wählen die Display-Helligkeit, Auto oder niedrig. Quarz, Kronos kann ich mir hier einstellen, den Stil im Prinzip. Und dann, wenn ich hoch und runter gehe, Trip 1, Trip 2, auf der rechten Seite verändert sich das dann auch, die einzelnen Daten. Und dann kann ich hier mit der M-Taste die Riding Modes machen. 6 Riding Modes gibt es. Wir haben hier einmal Road, Sport, Offroad, Offroad Pro, Rider, Rain und dann wieder Road. Ganz simpel, einfach nur durch einen Klick. Auf der rechten Seite komme ich dann hier beim Menüschalter, das kleine Häuschen, in die Einstellungen rein. Hier kann ich die Riding Modes nochmal angeben. Da sind sie. Dann das Motorrad-Setup, da gehen wir jetzt nicht rein. Blinker, Traktionskontrolle, Bordcomputer, was möchte ich haben, beziehungsweise Reset und das Display-Setup. Ich kann hier ein Thema auswählen, das zeige ich euch einmal. Wir haben das Thema 2, jetzt gehen wir mal aufs Thema 1. So, das sieht dann so aus. Das kenne ich von der Rocket 3, da sieht das so ähnlich aus. Gehen wir wieder zurück. Display-Setup, raufdrücken, Thema. Thema 2, das Ganze ist echt super innovativ. Helligkeit, Gangwechselanzeige, man kann seinen Fahrernamen eingeben oder das Ganze auf Werkseinstellungen natürlich zurücksetzen. Das Ganze ist verbindbar optional mit dem Triumph Connectivity Modul. Damit habt ihr dann ja die Möglichkeit, euer Handy anzubinden oder einzubinden, Musik zu hören, zu telefonieren oder auch eine GoPro, wenn man sie hat, zu steuern. Was ich auch noch wirklich klasse finde bei Triumph, sind die beleuchteten Schalter. Seht ihr jetzt nicht, aber in der Dunkelheit ist das hier super beleuchtet. Und hier in der XE-Variante gibt es ein Kurven-ABS und eine optimierte Traktionskontrolle. Das sieht alles ganz toll aus, ist wirklich intuitiv zu bedienen. Aber jetzt Schluss der grauen Theorie und los geht's, ich will fahren. So, los geht's. I've been shining on the city lights. All this doubt around me, let me look, I got it right. Don't you try to hit me, now you live a petty life. All those nights I've been... Ja, hier fühlt sie sich natürlich wohl. Mit ihrem hohen Radstand. Ja, und den leichten Stollenreifen. Ja. Wunderbar. Also das muss ich sagen, das Fahrwerk federt echt hier alles ab. Jede Kuhle, jede Bodenwelle wird hier super abgefedert. Das ist ihr Einsatzgebiet. Aber nicht nur. Und rein da. Jawohl. Mega. Super, super, super. Der hohe Federweg macht es natürlich möglich. Hinten
Die beiden Öhlins, starkes Fahrwerk in diesem Bereich. Schauen wir mal, was er oder was es so auf der Landstraße vollbringt. I'm a shining on the city lights. All this doubt around me, damn it, look, I got it right. Don't you try to hear me, now you live a petty life. All those nights I laid awake, I pray for better life. Now I wake up with a baddie like I said I might. This a better life, you never try to bet it right. This a better life, you never try to... Wild by Weyer am Gas, also E-Gas. Das merkt man, wenn man so ein bisschen Gas gibt. Leichte Verzögerung, das haben sie alle. Wie sitze ich denn hier? Ja, wie sitze ich hier? Erhaben. Wirklich erhaben, denn das ist echt ein hohes Ding. 870 mm Sitzhöhe. Und top bequem. Lenkerbreite. Ich mache mal den Helm zu. Dann wird es vielleicht vom Ton noch besser. Lenkerbreite ist perfekt. Sitzhaltung ist klasse. Erhaben halt. Das TFT-Display, ihr seht es ja jetzt hier, Schatten-Sonnenwechsel, auch unter starker Sonneneinstrahlung toll ablesbar, super übersichtlich und was ich stark finde, dass man verschiedene Themen hat und sich das nach dem Geschmack einstellen kann, echt super. So, dann gucken wir mal, in welchen Riding-Mode fahren wir denn jetzt eigentlich. Das geht hier bei M. Wir sind jetzt im Road-Modus. Gehen wir mal in den Sportmodus. Gashahn zumachen. Okay. Alter Schwede. 1200 Kubik, 120 Newtonmeter und 90 PS. Der bekannte und bewährte Bonneville Motor ist echt knackig am Gas. Sehr schön. Really didn't take a risk but want the outcome. Then asking how come. I'm a shining on the city lights. All this doubt around me, damn it, look, I got it right. Don't you try to hear me, now you live a petty life. All those nights I lay to wake up. Sie fühlt sich jetzt nicht an wie ein Go-Kart, das muss ich ganz klar sagen. Man merkt ihr den hohen Schwerpunkt an. Auch der Motor liegt ja recht hoch. Und ich würde sagen, allein aufgrund der Tatsache ist sie jetzt nicht das klassische Einsteigerbike. Das muss man einfach wissen. Hast du gehupt? Da muss man schon ein bisschen drücken. Und der hohe Schwerpunkt ist natürlich immer so eine Sache, was die Fahrdynamik angeht. Aber toll in den Kurven. Super. Die Schaltung ist sehr leichtgängig. Auch der Neutralgang super zu finden. Und ja, knackig. Kupplung schön leichtgängig, so wie es sein soll. Jetzt hier auf der Landstraße ist es überhaupt kein Problem, aber im Stadtverkehr, beim Stop and Go, muss ich sagen, durch die hochgelegten beiden Auspuff-Endrohre und hier auch am Knie wird es an den Oberschenkel schon ordentlich warm. Wenn man dann steht, zu warm. Gucken wir mal, wie das ABS funktioniert, wie die Bremsen greifen, Bremstest, Vollbremsung aus 100. Und los geht's. Abgewürgt.
obwohl ich die Kupplung gedrückt habe. Aha. Das machen wir gleich nochmal. Lassen wir jetzt aber erstmal die Autos vorbei. Herrlicher Herbsttag in Brandenburg. Okay, schauen wir doch mal, wie die Bremse reagiert, wie das ABS regelt. Vollbremsung aus 100. Und los geht's. Zack. Super. Regeln kaum gemerkt. Also sehr, sehr, sehr sanftes Regeln. Und man merkt, wenn man voll in die Eisen steigt, wie ich gerade, wie die vordere Gabel, die ja einen unheimlichen Federweg hat, richtig reinknallt. Aber nicht unangenehm. Die Hochzeit hatten die Scrambler in den 1950er und 60er Jahren. Scrambler-Modelle, übrigens zu Deutsch Kletterer, sind heute beliebter denn je. Und Triumph hat die Scrambler-Linie absolut kompromisslos umgesetzt. Kaum ein anderer setzt das so vehement um, muss ich ganz klar sagen. Also mir hat die Fahrt mit der 1200 XE großen Spaß gemacht. Besonders gefällt mir die tolle Verarbeitung, die moderne Ausstattung und das Design der Britin. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sende Grüße aus der Hauptstadt. Thank you.